Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo auf dem Marsch. 1.1 vierfach. Wir beginnen heute mit der Versorgung der Tiere. Wir stellen einmal Z auf 30 hoch. Wir versorgen die Tiere haben wir mit Futter. Gut, Schweine haben genug. Dann werden wir den Hänger irgendwie entleeren. Unserem Silo, was ich neu setzen musste. Ich hatte mir das andere Paket runtergeladen und dadurch auch die andere Produktion. Ich hatte vorher noch das alte Paket gehabt von, wie heißt das gleich? Von Einfach. Ab der Vierfach sind ja in separaten Ordner, separat das Runterladen. Das habe ich nun auch so gemacht und dann dadurch war alles weg. Ich habe das kurz wieder gesetzt und mir das Geld nicht mehr gut geschrieben. Da ja einige Gebäude dazugekommen sind, habe ich mir das neue auch angenommen. Sonst hätte ich irgendwann das Problem später gehabt und alles weggewiesen. So hatte ich nur drei Gebäude, die ich setzen musste. Das Sägewerk, das Lager und das Mischfabrik. Damals zum Glück habe ich es noch jetzt gerade gemacht und nicht in ein paar Wochen. Dann hätte ich mich geärgert. Weil wenn mir alles schön gefüllt ist mit Rohstoffen, dann wird es richtig umständlich, das wieder zu ersetzen mit in Speicherordner, also wenn Speicher, also Safe geben dafür. Und das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Was ich hier noch machen muss, ist Licht und Terraforming bisschen malen, und zwar die Straßen. Aber das macht sich am besten im Hellen. So. Kühe kriegen gleich auch mal Futter. Denn laut Seasons ist der Milchhof futtermäßig knapp. Das heißt, sie würden zwar noch locker versorgt, aber es wird Zeit. Hat sich das schon wieder mit dem Wasserdings gemacht? Er hat auch ein Update. Denn wenn mit Wassermod ein Update kommt, dann muss man das entsprechend auch wieder neu setzen. Wie siehe hier. Aber das ist kein Problem, das geht auch schnell. Da muss man rangehen und dann auf R drücken. Und dann kommt man so ein Menü, wo man das mit der Maus verschieben kann. Möglichst in Nähe des Drucks, also des Wasserdrucks. Dann geht man mit G auf die nächste Rohr. Am besten Richtung Wasser rein, also wo es rein soll. Man kann es mit drehen mit der Maus. Mit der rechten Taste. Und in dem Fall passt es. Und wenn das alles passt, dann wird mit Enter gedrückt und damit nochmal nachgefragt, ob das entsprechend so gefällt. Wenn ja, dann ist okay. Wenn nein, muss man dann Nein drücken und dann entsprechend nochmal korrigieren. Denn hinterher kann man es nicht verändern, außer man trickt es. Man macht einen Trick. Man den Mod raus und wieder rein und dann kann man es wieder neu setzen. Jetzt können wir hier rangehen. Drücken auf R und das Druck füllt sich jetzt von alleine, bis es voll ist, und dann geht es automatisch wieder zu. Ich finde das besser als mit Autodrive oder mit Season hier Kurs zu fahren mit einem Traktor oder so. So sparen wir uns schon mal die ganze Fahrerei. Und jetzt gehen wir zum Schweinestall. Kann mein Licht hier anschalten. Auch nicht schlecht. Taschenlampe geht nicht. Okay, und Blindflug.
Auch nicht schlecht. Muss ja, muss irgendwas wo dran liegen, dass es nicht, den Tag noch nicht geht. Aber das macht nichts. Gehen wir halt immer in den Traktor. Ich muss mal kurz schauen, was noch alles gemacht werden muss. Soweit ich weiß, waren wir mit durch mit der Aussaat. Kartoffeln ist fertig. So ist weiter nichts. Ich wollte hier die 36 mal kaufen und später das ist bald für zusammenlegen. Später, wie gesagt, später. Ansonsten bei Mais habe ich den Fehler gemacht. Ich habe das ausgesät. Und wahrscheinlich ist es, wenn Blau kommt, ist fehlgeschlagen. Ansonsten müssten wir düngen, nachdem es gewachsen ist. Das heißt, im Grunde vielleicht morgen früh. Also es steht schon mit dem Fahrzeug bereit. Mal gucken, was gut Schweine auch gut Wasser haben. Die Schweine haben genug, also das ist keine Gefahr. Und Stroh machen wir später. Das sind meine Schweinchen. Die haben wir jetzt ungefähr einen Tag. Und die kriegen schon bald Jungen, also Ferkel. Das ist gut. Die Kühe habe ich leider komplett neu gekauft. Das heißt, komplett. Ja, komplett. Weil die habe ich noch nicht rübergenommen von der Einfach. Weil es schlichtweg für mich, also ich kann es nicht, sag mal so. Und ich wollte mir nicht die Mühe machen, das komplett rüber zu holen, weil auch die Gefahr besteht, wenn man da was verkehrt macht, dass im Prinzip das komplett alles kaputt geht. Und müssen wir halt ein Jahr durchspielen, bevor wir die ersten Kälber kriegen. Ist leider so. Aber irgendwann ist immer ein Anfang. Jetzt bereiten wir das Düngen halt vor, das auf Feld Nummer 2. Im Dunkeln fahren ist ein bisschen blöd. Mit bisschen Glück können wir da nachher aussehen, düngen und aussehen. Und bei Pech können wir Lüssel und Mais nochmal nachmachen. Also, aber mal schauen. Kartoffeln hätten wir uns sparen können für die Schweine, brauchen wir nicht. Und Rüben auch nicht. Aber gut, das ist egal, dann werden die halt verkauft, ne? Vielleicht finden Sie auch eine andere Verwendung. Ja, hier ist das Wachstum durchgegangen. Müssten wir eigentlich jetzt auch düngen können. Kurse müsste ich jetzt alle komplett neu regenerieren und speichern. Eben haben wir ohne speichern. Weil das dauert eigentlich nicht lange, dass du. Dann starten wir gleich. Wir müssen nur schauen, ob er auch wirklich düngt. Das heißt, es muss dunkel werden. Wenn nämlich dunkel wird, dann ist es gut, dann düngt er nämlich auch. Wenn nicht, ist es nicht so. Es scheint dunkel zu werden. Ja, gut, passt. Dunkel. Wenn dunkel wird, dann ist es gut, dann ist es entsprechend gekeimt. So. Ja, ist immer noch. Ist noch nicht entschieden. So, mal Licht machen hier. Machen wir gleich hier auch. Jetzt auch gekeimt. Das ist gut. Das Feld 1. Dann können wir einen anderen Traktor dann zurückfahren, der hier entsprechend die Arbeit gemacht hat.
Und wie gesagt, über Nacht können wir auf 30 spielen. So, da ist der andere Faktor. Blaues Licht. Der GCB. Der ist in Thüringen blau. Hier habe ich in Rot gewählt. Warum weiß ich auch nicht, aber es. Die hat es auch gekeimt. Ja. Den fahren wir jetzt auch zurück. Im Dunkeln ist ein bisschen blöd. Wenn man aufpassen muss wie in der Straße. Das hat man nicht verpasst, die Kreuzung. Ich bin lieber ein Freund des Tellenspiels, wo ich mal anfangen zu gespielt habe mit Schlafen, da ging es immer schief, kräftig. Da hatte ich gewaltige Probleme, da die Tiere gestorben sind und das Wachstum nicht durchging. Nachdem ich nicht mehr schlafe im Spiel, sondern so schlafe ich schon, ne? Habe ich keine Probleme mehr. Wir müssen das Sägewerk noch ein bisschen Holz liefern, damit wir. So, mal gucken, wo wir uns befinden. Bei Feld 6. Im Dunkeln sieht alles anders aus. Das ist ja, ups, komplett. Wir haben den Flug. Aha, gut. 22. Wir müssen irgendwie nach Hause finden. Aber so wird das nichts. Na, da wollen wir nicht rein. Im Park wollen wir nicht rein. Wieder bald hell. 3, 4, 5 soll es bald hell werden. So. Ah, wieder rum. Ah, der Eingang. Gute kleine Züge gefahren. Haben sie 9 eingestellt. So, nicht rentabel genug. Schnell reagieren hier. Auf Feld 3 und Baum. Entschuldigung. Wir haben noch Glück gehabt, dass wir nicht festgefahren haben. Am Baum irgendwie. So. Muss ich ein bisschen mit der Karte gucken. Die richtige Richtung nehme. Im Hell ist ein bisschen besser, da kann man was sehen. Also langsam wird es hell. Hier das Sägewerk hier. Habe ich auch noch gesetzt. Nachts. Habe ich vor Lampen gesetzt, damit wir Licht haben. Und da will ich jetzt eine Holz machen. Ja, am Hof ist schön Licht, das ist gut so. Wir müssen noch mehr Licht machen und zwar Richtung Tiere. Das machen wir gleich. Weil dunkel,
muss das nicht sein. Wenn wir den drehen. Sollte alles ausgeleuchtet sein. Das ist besser für uns. Oder für mich. Im Dunkeln ist das nicht mehr lustig. So. Ne. Hol mir ab. Natürlich müssen wir die Lampen so aufstellen, dass es nicht uns stört. Denn das wäre nicht ganz schlecht, wenn das plötzlich irgendwo gegenfährt. Warum die Taschenlampe hier nicht funktioniert, das weiß ich auch nicht. Aber das Originallicht von den Stellen ist ein bisschen düster. Genug Licht. Und hier müssen ausleuchten. Ha, ja, die anderen Gebäude sind auch weg. Die Hallen gut, das ist nicht so schlimm. Unser Futtertrog für unsere Schweine, eine Kaufstation für Schweinefutter, solange wir es mir noch nicht produzieren können, ist es eine ganz gute Lösung. So, jetzt haben wir alle genug Geld, genug Licht. Geld haben wir nicht genug. Ja, jetzt können wir was sehen. Wir müssen hier noch ein bisschen noch Terraforming machen, hier ein bisschen zeichnen. Die Bodenstruktur muss ein bisschen gleich sein. Und gleich für die Schweine auch noch Wasser machen hier. Das erledigt ist. Hier ist das gleiche in grün. Man muss mit der Maus entsprechend reinreiten. Man kann zwar auch Wasser direkt hier anliefern. So ein Silo. Aber gut, wir haben einen Wasserhahn, ne? Den legen wir hier draußen hin. Und den nehmen wir auch noch rein. Dann haben wir genug Wasser. Mal ein bisschen gucken hier, ein bisschen drehen. Da ist doch gar kein Futter. Oh. Das ist ein Blindflug. Ente. Ja. Erledigt. Wie gesagt, wenn man da ein Update kommt, dann ist wieder alles auf Null gesetzt und man muss wieder von neuem verlegen. Ja, das passt schon so. Diesmal sind auch nicht so schräge, diesmal. Das war noch schräg gewesen. Siehste. Wo ist Wasser hier auch? Ups. Und voll ist das Ding. Ja, die haben schöne Ringe an der Hals, ne? Also schon. Ja, und wir haben viel Platz, alles gut. Seid fruchtbar und mehret euch. So, Kühe. Düngerfahrer arbeiten noch. Ne, 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 nicht flüchten hier. Auch voll. Ja.
in der Zeit wird wieder ein bisschen produziert sein an Mischfutter. Ich hatte mir noch schnell Stroh, Heu und Silage gekauft. Ganz vergessen hat man auch, hätte man direkt kaufen können. Über. Ich hab doch hier Licht gemacht, ist ja so düster hier. Naja, gut. Da hinten das Licht, ja. Aber es wird ja wieder hell, es ist halb 7. Jetzt können wir auf 5 zurückgehen. Sonst kann man ja nicht hinterher. Das muss alles weg. Hier muss gemalt werden. Machen wir gleich. Ich hatte beide Silos andersrum gehabt. Aber gut, okay. Geht so auch. Das einzige Problem ist hier mit Aurreifkurs. Der eine wird nicht funktionieren. Nochmal löschen. So. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Schon mal einen Dank an alle neuen Abonnenten, die zukommenden. Freut mich. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.